Hallo, da sind wir wieder aus dem Literaturhaus in Frankfurt mit dem Yippie Summer Stream. Und neben mir sitzt Tanja Esch. Hallo Tanja, schön, dass du da bist. Hallo Jakob, ich freue mich auch. Diesmal gibt es nicht viel Gebrabbel vorneweg, weil Tanja liest aus Ulf und das Rätsel um die Neue. Und zwar so viel, das klingt immer gleich so ganz lang, nee, aber 28 Minuten inklusive Buchtipp. Das wird total klasse. Und ihr werdet sehen, da lohnt sich jede Minute, weil es eine spannende Geschichte ist. Viel Spaß mit Tanja Esch und Ulf. Genau, ich lege direkt mal los. Hier sieht man schon mal das Buch Ulf und das Rätsel um die Neue. Das ist mein neuer Kindercomic, der gerade vor 2 Wochen erst erschienen ist. Also ganz druckfrisch. Und es geht um eine Detektivbande, die zunächst gar keinen spannenden Fall hat, bis ein neues Kind in die Klasse kommt. Aber das seht ihr ja gleich. Ich liebe es, mit Papa Motorroller zu fahren. Der Wind weht uns ins Gesicht und der Motor rattert so toll. Papa fährt mich aber nur selten zur Schule. Und da sind wir. Bis heute Abend, Kröte. Tschüss, Papa. Normalerweise gehe ich zu Fuß oder nehme das Fahrrad. Die sahen komisch aus. Wer das wohl war? Hey, Ulf! Ulf! Wach auf, Ulf! Hey, Otto! Hast du die Leute gesehen? Ja, die sahen irgendwie seltsam aus, oder? Hast du die hier schon mal gesehen? Nee, ich auch nicht. Irgendwie eigenartig waren die. Ich habe ein komisches Gefühl. Schlürf. Hey, hi Leute. Ding. Dong. Hey Heiko, hi Tita. Ich habe heute von einem neuen Fall geträumt. Mega spannend, mit Explosionen und allem. Ding. Hier passiert doch eh nie was. Ja, ein spannender Fall, das wäre was. Guten Morgen. So, Leute. Es gibt Neuigkeiten. Wir haben ab sofort ein neues Kind in der Klasse. Uli. Ob das wohl Ulis Eltern waren vorhin auf dem Hof? Die sahen aus wie Rockstars. Oder wie aus dem Fernsehen. Magst du dich da drüben neben Daphne setzen? Jeden Tag findet in der großen Pause ein geheimes Treffen statt. Es ist die offizielle Versammlung unserer Bande. Sie besteht aus 4 Mitgliedern. Tita, Ulf, das bin ich, Heiko und Otto.
Wir klären Verbrechen aller Art auf. Es passiert bloß leider nie was. Jemand ein Kaugummi? Oh, ich glaube, wir haben gerade eins vergessen. Das würden wir jedenfalls gerne. Hi, Tieter. Hey, Torben. Es passiert bloß leider nie was. Jemand ein Kaugummi? Fragst du, ob jemand einen hat oder ob jemand einen will? Nee, ich nicht. Aber heute ist alles anders. Und was haltet ihr von der neuen? Ulf und ich haben die Eltern gesehen. Mit denen stimmt was nicht. 100%. Ich sag's euch, da wartet ein neuer Fall. Oh Mann, ich krieg schon Bauchweh vor Aufregung. Erst der Traum und jetzt das. Naja, die sahen doch ganz nett aus. Es kann nicht schaden, sie im Auge zu behalten. Weiß jemand, wo die wohnen? Ich habe Daphne schon gefragt, die sitzt ja neben ihr. Hihihi, Heiko und Daphne. Also Weidenweg 6, sagt sie. Und Daphne und ich sind nur Freunde. Hihihi. Ulf, das ist doch genau bei dir um die Ecke. Ich hole dich heute Nachmittag zu Hause ab, dann schauen wir uns das mal an. Ich weiß nicht, ich finde das doof. Was, wenn die uns sehen? Werden sie nicht, ich hole dich um 5 ab. Am Nachmittag. Klack, klack. Hä? Wieso klingelst du nicht einfach? Psst! In 5 Minuten vor dem Supermarkt. Unauffällige Kleidung. Oh Mann, der übertreibt immer so. Du spinnst doch echt. Psst. Lass uns unauffällig zum Zielort gehen. Otto muss immer bestimmen. Da drüben, das gelbe Haus, das ist es. Wir verstecken uns da hinter dem Stromkasten. Nichts zu sehen. Da, da kommt der Vater. Ich mach schnell ein Foto. Klick, klick, klick. Jetzt ist er im Haus. Oha,
Da kommt Uli. Ich finde das echt nicht gut, Otto. Lass uns doch lieber gehen. Psst! Genug Material für heute. Lass uns abhauen. Ciao. Ring. Otto will dich sprechen. Otto, Otto, Otto. Danke. Ja? Bist du alleine? Ja. Ist das eine sichere Leitung? Ja, du Spinner. Und was hältst du von der ganzen Sache? Sache? Naja, normal ist das alles nicht. Da geht was vor sich. Wir sollten uns morgen früher treffen. Sagen wir 7.15 Uhr? Ich habe vermutlich eh keine Wahl. Ich rufe Tita und Heiko an und sage denen Bescheid. Klack. Aufgelegt. Einfach so. Ohne Tschüss zu sagen. Was soll da vor sich gehen? Otto übertreibt echt immer maßlos. Was Uli wohl gerade macht? Was für Musik mag sie? Und welche Serien? Liest sie lieber Detektivabenteuer oder Liebesgeschichten? Uhr am nächsten Tag. Was hast du da eigentlich für eine Rolle? Siehst du gleich. Pünktlich ist aber was anderes, naja. Hi, hi. Ah, gut, da kommt Heiko endlich. Dann können wir ja loslegen. Hi, Leute. Wir gehen zu den Müllcontainern, da sind wir ungestört. Also, Leute. Bei diesem Fall müssen wir alle mit Hochdruck dabei sein. Oh Gott, habt ihr gestern was Schlimmes beobachtet? Natürlich nicht. Wir haben überhaupt nichts Ungewöhnliches gesehen. Noch nicht. Aber das kommt noch. 100 Pro. Ich darf gar nicht dran denken. Ich krieg schon wieder Bauchweh. Also, ich habe was vorbereitet. Das sind alle Informationen, die wir bisher bezüglich des Falls gesammelt haben.
Das ist zwar schon einiges, aber wir brauchen noch viel, viel mehr. Ich sehe das wie Otto. Das wird absolut sicher ein neuer Fall für uns. Ich auch. Wir müssen alle voll dabei sein. Fall, Beobachtung, so ein Unsinn. Für die Ermittlungen habe ich euch was mitgebracht. Ich habe für jeden von euch eine Mappe dabei. Gute Idee. Und das ist meine. Da könnt ihr einfach alles reinpacken, was ihr sammelt. Fotos, Notizen, Indizien. Aber ihr müsst absolutes Stillschweigen wahren über alles, was mit dem Fall in Verbindung steht. Sammelt so viele Informationen wie möglich. Hört euch um und beobachtet genau. Unauffällig natürlich. Und am besten verlassen wir jetzt nicht alle gleichzeitig das Versteck. Otto führt sich auf wie der Oberboss. Super nervig. Gut, ich gehe zuerst. Ulf, kann ich noch schnell Mathe von dir abschreiben? Ja, okay. Sie kommt. Komm, Sonne. Bis später, Till. Was liest sie da? Ein Buch. Reisen im Weltraum. Huch, jetzt hat sich hier gerade das Gerät verschluckt.
Genau, jetzt kommt die Lehrerin. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Söllmann. Okay, heute befassen wir uns mit Geometrie. In der großen Pause. Na, was geht bei euch so? Nichts. Was haltet ihr denn von der neuen? Nett. Hey Leute! Sagt mal, habt ihr die Mathehausaufgaben verstanden? Ich weiß nicht, ob ich doof bin oder das super schwer war. Und hinten sieht man noch Heiko, wie er auch Leute befragt. Und wie findet ihr diese neue so? Wie heißt sie noch gleich? Tita wieder zu den Mathehausaufgaben. Ich fand die auch mega schwierig. Okay, ein Glück. Ich dachte schon. Gita, was hältst du denn von der neuen? Ehrlich gesagt, finde ich die mega komisch. Wieso? Naja, also gestern nach der Schule habe ich sie im Supermarkt gesehen. Und sie hat ungefähr 50 Rollen Alufolie gekauft. Seltsam. War sie alleine da? Ja. Wie hat sie das alles dann überhaupt transportiert? Sie hatte einen Bollerwagen dabei. Interessant. Sehr interessant. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Wenn du so fragst, ja. Gita, kommst du endlich? Wir wollen Gummitwist spielen. Ja, gleich. Sie hatte eine Tüte voll mit Deckeln von Plastikflaschen. Aha. Merkwürdig. Naja, ich muss mal eben aufs Klo. Bis später. Uli hat im Supermarkt ca. 50 Rollen Alufolie und Deckel von... In der Mittagspause. Und? Hat jemand was Neues? Ja, ich. Nächster. Also. Sie liest dieses Buch hier. Kennt das jemand? Nö. Nö. Okay. Ich recherchiere das heute Nachmittag. Gibt es weitere Erkenntnisse? Ja, ich habe so einiges. Zeig! Schau da! Oha! Ja, hart, oder? Eieiei. Mann, Mann, Mann. Heftig, echt. Und du, Ulf, was haben deine Recherchen ergeben?
Nichts. Ich will keine Leute bespitzeln. Wir kennen die doch gar nicht. Die sind bestimmt nett. Ja, vielleicht sind die voll nett. Oder aber sie sind mega fiese Verbrecher. Genau das versuchen wir ja herauszufinden. Wie auch immer, ich habe jedenfalls so einige Beobachtungen gemacht. Oder wartet. Lasst uns das lieber unterm Tisch anschauen. Das ist sonst zu auffällig. Eins muss man Otto lassen. Er ist echt gründlich. Wow! Otto, du bist echt ein Profi. Was haltet ihr davon, wenn wir uns heute Nachmittag bei Ullis Haus treffen? Ja, auf jeden Fall. Denkt dran, euch unauffällig anzuziehen. Otto. Otto. Was denn? Ich meine das ernst. Was? Ich finde es wirklich nicht gut, wenn wir damit weitermachen, mit den Recherchen. Und ich mag es nicht, dass du alles einfach bestimmst. Das finde ich doof. Ulf, wir haben einmal einen richtigen Fall und du willst nicht ermitteln? Das kann nicht dein Ernst sein. Wir haben keinen Fall. Es ist überhaupt nichts passiert. Nichts. Heiko und Tita sehen das anders. Ja, weil du es ihnen einredest. Das ist Manipulation. Du spinnst doch. Manipulation, das ist doch echt ein Witz. Dann lass es halt. Wir schaffen das auch ohne dich. Ciao. Mit Otto kann man echt nicht reden. 17 Uhr. Das ist so aufregend. Ich habe Bauchweh. Wo bleibt Ulf schon wieder? Hey Leute. Ah, auch schon da. Hey, hi. Psst, Leute, da tut sich was. Uli, wo bleibst du? Und bring Sonne mit. Ja, Moment. Kombiniere. Torte, eine 70. Die sind sicher zu einer Geburtstagsfeier gefahren. Wir könnten mal näher rangehen und durch die Fenster schauen. Ja, aber lass uns warten, bis es dunkel ist. Sonst sehen uns doch die Nachbarn. Wenn es sein muss, okay, cool, bis später. 19 Uhr.
sieht alles dunkel aus und das Auto ist auch noch weg. Sollen wir mal rüberschauen? Darum sind wir schließlich hier, oder? Let's go! Ich bleib lieber hier und warte auf euch. Wenn sie zurückkommen, pfeife ich zweimal. Gute Idee, Ulf. So sind wir safe. Ich habe zwar Bauchweh, aber ich komme trotzdem mit. Ich habe sogar meine Stirnlampe dabei. Bong! Aua! Oh Mann, hoffentlich werden die nicht erwischt. Seid ihr sicher, dass sie nicht da sind? Ja, sonst wäre ja das Auto wieder da. Klick. Lass uns mal um die Ecke schauen. Tipp, tipp. Doing. Psst, kommt mal her. Schaut euch das mal an. Was denn, sag schon. Taschenlampe. Ich will auch gucken. Oh Mann. Ich hab's doch gewusst. Boah. Jetzt sag, was da ist. Mann, Otto, jetzt lass Tita doch endlich auch mal schauen. Krass. Oh Gott. Oh je. Also das sieht einfach total aus wie ein Raumschiff. Ja, das war natürlich die spannendste Stelle vom ganzen Buch jetzt. Warum ist da ein Raumschiff im Schuppen von Ullis Familie? Das kann man nur rausfinden, wenn man das Buch liest. Super. Genau. Wir sind gespannt. Jetzt ganz schnell noch dein Buchtipp. Vielen Dank für die tolle Lesung. Einmal fix noch. Tag das hier hoch. Ja, das müsste bald kommen, oder? Genau, ich kann es ja schon mal sagen, worum es geht. Und zwar geht es um eine Buchreihe, die Ariol heißt. Ich hoffe, dass viele Kinder das sowieso schon kennen, weil die ganz, ganz toll ist. Und ich bin ein riesen Fan. Es geht um einen kleinen Esel und seine Freunde, die alle unterschiedliche Tiere sind. Aber eigentlich sind sie ganz normale Kinder, wie ihr auch, die in die Grundschule gehen und Probleme haben, wie ihr auch, also verliebt sind oder gehänselt werden. Sind oder doch, Ariol ist an eine Kuh verliebt, aber die mag ihn eigentlich gar nicht. Dafür ist eine Fliege in ihn verliebt, die er natürlich nicht so cool findet. Und es ist alles, okay. Ja. Dramatisch, genau. Es geht gerade nicht, sorry. Ah ja, irgendwie geht es nicht, aber ich hoffe, dass ihr das sowieso kennt und ich kann es sehr, sehr empfehlen. Und wer genau bei der Lesung zugeguckt hat, sieht auch, dass Ulf ein Ariol-Poster in seinem Zimmer hängen hat, weil auch Ulf ein großer Fan ist. Genau. So, jetzt haben wir es hier. Genau, jetzt kannst du es vielleicht nochmal ganz kurz ein. Ah ja. Genau, wenigstens. Hier sehen wir nochmal die Seiten. Ja. Ich glaube, da kommt noch eine Seite dahinter. Moment. Na, wenn nicht. Ja, irgendwie klappt es jetzt gerade nicht. Kann man irgendwie auch später nochmal einbauen oder so. Genau. Also, Ariol,
Bin ich auch großer Fan davon und ich weiß auch, wer noch großer Fan davon ist, nämlich Johann, und der wird als nächstes kommen. Ah ja, in cool. 10 Minuten treffen wir uns wieder hier. Tanja, vielen Dank fürs Dabeisein. Ist komisch, ne? So ins Nichts zu lesen. Ja, es war fast niemand da eben, aber ja. Ja, aber vielleicht an den Bildschirmen, und wir freuen uns, dass dein Buch raus ist im Kiebitz Verlag. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Genau, ein ganz neuer Verlag. Genau, und da werden wir nachher nochmal was draus hören aus dem Kiebitz Verlag von der Anke. Und ja, wir machen weiter in 10 Minuten mit den Büchertipps von Johann von Jungs lesen eh nicht. Bis dahin.